Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Macht mit Ihnen allen sein. Und mit dir, sie. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Dagon Garra hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Fliegen. Das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Zu schnell. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das, Baby. Du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundak! Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Und damit willkommen zurück, liebe Jedi, bei Star Wars Jedi Survivor. Wir sind durch den Kobo-Abyss geflogen und sind in einem Stück in Tanalo angekommen. Und jetzt gucken wir uns erstmal um.
Mal sehen, ob wir Boat finden werden. Hier ist es also, Tanalore. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Karl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Okay, dann speichern wir gerade mal, wie wir hier sind. Hier ist es nämlich schon mal passiert, dass bei einer gewissen Sequenz, beziehungsweise ich wollte was... Ach, guck mal hier. Wenn man zerstören, kriegt man Samen, glaube ich. Oder das leuchtet einfach nur. Das kann auch sein. Ist bei einer Sequenz ein Item, was ich einsammeln wollte, ist das Spiel abgestürzt. Scheint auch irgendwie ein Bug zu sein. Das ist also Tanalore. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Tanalore. Das ist unser Ziel. Busy Weg ist noch, aber auf diesem Weg kommen wir zum scheint Tempel. Sehr straight zu sein. Ich glaube nicht, dass man hier großartig viel Vor entdecken kann. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Ja, beide sind tot. Können ja anfangs keiner wissen. Ja, krass, wie diese Journey, was für Ausmaße diese Journey angenommen hat, von Anfang an, so Tanalore zu finden und dann der Verrat von Boat und das Imperium und alles und der Kampf gegen Vader. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Ja, aber können wir einfach so einen Vater umbringen? Sag was! Soll er denn sagen? Du hast recht. Aber was ist mit Katha? Sie ist nicht viel jünger als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Katha hat immer noch eine Chance. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Katha. Und für uns. Grab eine Invasion. Das war das zum Scannen, ne? Ja. Ja, wenn wir schon 40% von Tanalore entdeckt haben, ist wirklich Tanalore einfach nur dieser Pfad hier und dann der Kampf gegen Boat wahrscheinlich und das war's. Ehrlich gesagt, finde ich es echt schade, weil ich hätte gerne noch mehr von Tanalore gesehen, da wir ja auch so viel schon von gehört haben und unsere Reise uns jetzt endlich hier hingeführt hat, den Planeten noch ein bisschen weiter auszuchecken, aber wahrscheinlich war am Ende einfach nicht mehr genug Zeit oder Budget da oder so. Ne? Weil Kobo ist der größte Planet, den wir entdecken können. Etwas, das sie einmal und gesagt hat. Ich würde sagen, der zweitgrößte ist Jedha oder vielleicht ist Jedha sogar der größte. Coruscant ist nicht viel. Auf dem Mond so auch nicht. Auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Sia hat den Kampf mit der dunklen Seite gewonnen, das stimmt. Vor allem, da sie auch noch sich Vader gestellt hat, war das ja nochmal eine zusätzliche Konfrontation mit der dunklen Seite. Vader hat nicht versucht, sie zu bekehren, aber hätte auch sein können, dass sie dann trotzdem der dunklen Seite verfällt. Auf Hass, das Imperium und auf Vader. Gut. Okay. Da ist der Eingang. Den haben wir auch schon in einigen Visionen gesehen, jetzt sind wir endlich mal hier. Zeremonieller Brunnen. Ich denke mal inklusive dem Kampf gegen Boat und dann noch wahrscheinlich die Credits. Hörst du das? Wir können auf einer halben Stunde landen, beziehungsweise ich würde fast sogar sagen eine Dreiviertelstunde, je nachdem, ob ich den Kampf direkt schaffe. Tempel Atrium. Ey, das sieht so geil aus einfach. Ey, Tanalore von den Welten, die so gestaltet wurden für dieses Spiel mit am geilsten. Gut, hier können wir nochmal speichern, falls wir natürlich drauf gehen. So, ich werde nochmal den Kampfstil wechseln. Ich behalte die Doppelklinge und wechsle nochmal auf die Parierschlange.
Jetzt habe ich nämlich einen, den schnellsten Angriff und dann den langsamsten Angriff für mehr Schaden. BD1. Hey, Cutter. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Cutter, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit! Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Du bist sehr hübsch. Cutter! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Papa, nicht! Bleib zurück, Cutter! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Cutter. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Cutter. Hör auf sie, bitte! Los geht's! Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Ah, ich hab so gewusst, uneinsichtig wie er ist. Ich greife aus den Schatten. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Na geil. Ich wette, er hat auch zwei Phasen. Stirb! Stirb! Kumpel, Hilfe! Schon.
Was zum Teufel? Boah. Nicht gut. Du kannst mich nicht besiegen, Kerl. Jetzt. Ah, das sehe ich anders. Hat das wehgetan? Kumpel, Hilfe! Das ist jetzt meine Heimat! Bitte, komm schon. Asif Lord. Das Lichtschwert ist noch grün. Er nutzt den Parierstangen-Stil. Wie weicht man den denn aus? Wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte, hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen?
tut mir leid, Kata. Ich hab's versucht. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch. Schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Thank you.
gerettet. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen. Als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Seer. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Ui, das war's. Sehr mysteriöses Ende. Man kann jetzt natürlich viel spekulieren und interpretieren, ob jetzt Cal doch eher der dunklen Seite der Macht verfallen ist oder nicht. Da es keinen dritten Teil gibt, wissen wir es nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es auch einfach dabei bleibt, offenes Ende. Ich meine, sie sind nach Talanlor gekommen, sie wollen etwas errichten, dass das Imperium überdauert. Ja, als Idee ganz gut. Aber wie es jetzt weitergeht, das wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Also die Storyline, wie man das weiterführen könnte, weil jetzt sind sie ja dort, haben sich gesettelt. Aber ich hätte es auch nicht mal schlecht gefunden, einen Sith zu spielen, so als einfach Kontrast. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn sie es nicht machen. Aber ja, das war Star Wars Jedi Survivor. Ich wollte Jedi Survivor sagen. Ja, so heißt der Titel, ja. Aber ja, war ein sehr unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Sehr groß. Also ist wesentlich größer und umfangreicher als noch der Vorgänger. Also da hat Respawn Entertainment nochmal ordentlich Gas gegeben. Vor allem ist es halt aber auch viel, was es zum Sammeln gibt, dass es eher so kosmetische Sachen sind. Finde ich ein bisschen schade auch, dass man mehrere Schwertstile zur Verfügung hat, finde ich ganz gut, weil ich glaube, im ersten Teil gab es nur 3. Bin mir nicht sicher. Aber ja, jetzt haben sie Paris-Stange noch hinzugefügt und das mit der Knarre. Weil ich glaube, 2 Laserschwerter gab es im Vorgänger auch schon. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was für Schwertstil es da gab. Aber auch der Kampf gegen Boat am Ende fand ich ganz in Ordnung. Ich habe eher damit gerechnet, dass Dagon der Antagonist ist, aber dass sich das am Ende herausstellt, dass es Boat eigentlich ist. Weil ich finde Boat als Antagonisten jetzt nicht so interessant wie Dagon, weil seine Motive und wie er dann halt immer ja durchgedreht ist wegen Talanlor, ja, so als ultimativen ja gefallenen Jedi-Sith-Gegner so zu haben. Ja, weil man kann Boats Motive auch irgendwo nachvollziehen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich fand ihn als Charakter halt auch irgendwie so, meh.
Weiß ich nicht. Nicht so interessant. Aber wie sie die Storyline weitergeführt haben und Cal und die anderen, die wir noch aus dem Vorgänger kennen, finde ich ganz, ganz spannend. Und auch wie man hier in diesem Spiel startet auf Coruscant, das mal zu sehen, war auch sehr geil. Ja, und dass man halt ein neues Planetensystem entdeckt, vor allem, dass man mal auf Jedha ist. Davon hat man zwar bisher nur gehört, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, auch noch kein Spiel, wo man Jedha mal wirklich sehen oder betreten konnte. Also die Schauplätze, die hier gewählt wurden, fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Also ich würde summa summarum sagen, Star Wars Jedi Survivor verdient auf jeden Fall eine klare 7 von 10, in meinen Augen. Es gibt einiges, was mir ein bisschen missfällt. Das bisschen am Kampfsystem, der frisst einige meiner Button-Inputs, das finde ich halt nicht so geil. Sorry, zwischendurch, wenn eine Pause ist, ich muss immer ein bisschen husten. Ja, auch so allgemein technisch ist das Spiel, boah, ich weiß nicht warum, es ist sehr unbalanced. Also ich habe öfters mal auch krasse Lags und Framerate-Einbrüche. Also das Spiel ist leider nicht so gut optimiert für den PC. Da hätte Respawn Entertainment nochmal ordentlich nachlegen müssen. Aber naja, was soll man machen? Weil mein Rechner dürfte das definitiv packen. Mal davon abgesehen, dass das Spiel jetzt auch schon, ich sag mal in Anführungszeichen, etwas älter ist. Aber ja. Ja, was ich halt auch noch nicht so toll fand, das war, ich fällt mir gerade nicht ein. Ah genau, ich hab's vorhin angesprochen. Die Sache, dass man halt viele Sammelgegenstände hat, aber das ist halt, wie gesagt, alles nur so ein bisschen kosmetisches, also wenn man nicht so auf kosmetische Sachen steht, lohnt sich das halt auch alles gar nicht zu entdecken. Auch, dass es einige Bugs in diesem Spiel gibt, das ist halt auch noch gegeben. Passiert zum Beispiel öfters, dass die Gesichter von Charakteren irgendwie verschwinden. Bei den Jawas waren sie dann irgendwie komplett weg, also da standen nur noch Schuhe dort. Ist mir auch schon passiert, habe ich jetzt nicht in der Aufnahme, aber ja, also so ganz rund ist das Spiel nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mich unterhalten gefühlt, es hat Spaß gemacht, die Kämpfe sind anspruchsvoll, aber nicht so krass wie jetzt zum Beispiel in einem richtigen Souls-like von From Software. Also Respawn Entertainment wollte ja so einen Mischmasch machen aus Action-Adventure mit Souls-likes-Mechaniken. Also dass die Gegner halt respawnen, wenn man sich ausruht an einem Meditationspunkt. Das ist so das Einzige. Und ja, dass man seine Ressource halt verliert, wenn man stirbt, und man kann sie halt wieder einsammeln. Wenn man ein zweites Mal stirbt, ist sie dann halt auch weg. Aber ja, das war's, was ich abschließend zu Star Wars Jedi Survivor zu sagen habe. Ich bin mal gespannt, ob, wie gesagt, das nochmal mit dieser Reise von Cal Kestis weitergehen wird. Oder ob wir vielleicht sogar von Respawn Entertainment einen neuen Titel bekommen. Ich wäre nicht abgeneigt gegen noch einen Titanfall. Aber werden wir mal sehen, was die Zukunft dieses Entwicklers angeht, die unter den Fittichen von Electronic Arts sind. Okay, das war's erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr mich bei dieser Reise begleitet habt durchs All. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht wieder bei einem Nachfolger zu Star Wars Jedi oder beim neuen Projekt von Respawn Entertainment. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Saloon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen. Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Jo, das wollte ich hören. Sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen.
Hattest du schon mal ein Scarsteak?